liebe Leute und Masters-Fans, ich habe noch mal was für euch. Jawohl, denn ich habe mir die beiden Reittiere geholt. Ja, Pantor und Battle Cat. Zwei richtig coole Reittiere, die tatsächlich preislich genauso teuer sind wie die Figuren selber. Ne? Finde ich richtig gut. Ich freue mich, dass ich sie habe. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich sie habe, denn so kann ich sie euch zeigen. Ja, kriegt ihr momentan im GameStop beispielsweise zu kaufen, aber auch im gut sortierten Online-Fachhandel für Figuren sollten die zu bekommen sein, zu vernünftigen Preisen. Alles klar, schauen wir uns die mal genauer an, oder? Lasst uns reinschauen in die Box. Bin so gespannt. So, den Karton brauchen wir uns nicht mehr angucken, den haben wir ja schon gesehen. Na, da ist jetzt auch nichts Besonderes drauf. Auf der Rückseite sind nur die Figuren drauf und die will ich euch ja hier direkt zeigen. Hier haben wir schon mal Battle Cat. Und ihr seht schon, das sieht schon nicht schlecht aus. Leider kann man den Helm, sag ich mal, nicht abnehmen. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht, ob das komplett drunter gesculptet ist, das Ding, weil das hier sehr festgeklebt ist. Ist natürlich ein Versäumnis. Ne? Wäre natürlich cool gewesen, wenn man das hier noch hätte abnehmen können und dann hätte man Gringer gehabt. Ne? Denn den Rückenpanzer... Den kann man nämlich abnehmen, beziehungsweise den Sattel. Es ist ja ein Sattel. Ihr seht schon, na, hier kann man dann später die Figur draufsetzen. Sieht genauso aus wie im Film. Und hätte man jetzt noch die Maske abnehmen können, hätte man einen Gringer gehabt. Aber das geht definitiv nicht. Die ist festgeklebt. So, Beweglichkeit. Ja, wir haben natürlich eine Kopfbeweglichkeit. Links und rechts. Bisschen hoch und runter. Die Arme und Beine, beziehungsweise die Beine, Arme hat das Viecher nicht. Kann man nach vorne und nach hinten machen. Ganz bisschen auch in die Richtung. Wäre ich aber vorsichtig, weil sonst ploppt dir der Joint raus. Und der Schwanz ist natürlich beweglich. Na, ansonsten sieht das Ding halt einfach echt super aus. Schaut euch das an. Super bemalt von der Art. Gut, da ist jetzt nicht so viel Farbe dran. Ne? Nur die gelben Striche, aber die sehen halt auch schon richtig super aus. Na, das ist gut. Auch vorne an der Maske sehr schön bemalt. Man hätte ihm vielleicht noch eine andere Augenfarbe geben können. Das wäre vielleicht noch ganz nett gewesen. Ja. So, gucken wir uns mal Pantor an. Pantor haben wir hier. Der ist dann ohne Maske, ne, und hat aber leider auch keinen beweglichen Kiefer. Das wäre hier noch eine interessante Sache auch gewesen, dass man den Kiefer vielleicht noch beweglich macht. So wie bei Skeletor, da kann man das ja auch. Auch hier kann man den Sattel leicht runternehmen. Das Ganze hier ist aus einem relativ weichen Material. Das heißt also... Das sitzt jetzt nicht besonders mega fest, ne? Ist halt unten auch sehr weit offen, von daher, ne, relativ locker. Fürs Spielen mit den Figuren eher problematisch, weil wenn man da eine Figur draufsetzt, dann fällt die schnell aus dem Sattel. Aber so zum Displayen ist das sicherlich leicht möglich. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Ich habe mir einen He-Man und einen Skeletor bereitgelegt zum Draufsetzen. Auch der hat natürlich dieselben Beweglichkeiten, ne? Den Kopf ganz bisschen hoch und runter, ne? Und links und rechts, wobei das links und rechts ein bisschen komisch aussieht, von wegen... Ne? Theoretisch kann man sogar so machen, dann sieht es richtig komisch aus, dann wären wir hier bei Stranger Things, sind wir aber nicht. Kannst du halt die Beine nach vorne machen, nach hinten auch, ne? Wobei das hier etwas schwierig ist, weil hier der Körper des Panthers sitzt, auf der anderen Seite ist es etwas leichter von der Art her. Bisschen hoch und runter geht auch, also genau dieselbe Beweglichkeit. Wie beim Battle Cat, hier haben sie grüne Augen genommen, das passt natürlich super, sieht gut aus, das Ding, wunderbar. Pantor. Und Battle Cat. Natürlich kommen die Figuren auch immer mit den Karten. Ne, hier seht ihr zum einen, welche Figuren es gibt. Witzigerweise ist eine Figur nicht abgebildet. Es gibt in Deutschland einen, oder in Europa allgemein, einen Slime Pit He-Man. Der ist dann komplett in grün. Das ist einer, der aus der Club 28-Reihe ist. Das heißt, den gibt es in ganz Europa nur 28 Mal. Und er wird in den USA zum Beispiel gar nicht verkauft. Dafür haben wir in den europäischen Packungen offensichtlich den Trolan nicht mit drin, der ebenfalls Club 28 ist und nur 28 Mal in den USA in diesen Boxen ist. Es gibt noch Hot Topic-Varianz. Da haben sie alle andere Farben. Da muss man dann erstmal rankommen. Mir fehlt leider immer noch der Orko, ne, und der normale Zodak. Also der Zodak, den wir kennen von früher, und natürlich die Sorceress, Slime Pit He-Man, wollen wir gar nicht drüber reden, fehlt mir natürlich auch. Und der goldene Orko ist natürlich auch nicht mit am Start bis jetzt. Ansonsten habe ich halt die Reihe soweit vollständig. Das ist sehr, sehr gut. Natürlich die Hot Topic Exclusives fehlen auch. Da sind zum Beispiel He-Man und Skeletor mit Battle Damage auf der Brust. Oder Ram-Man hat dann halt sein oranges Attire an. Und so weiter und so fort. Und da gibt es dann noch einen Mechaneck, der ist hier zum Beispiel nicht mit dabei. So, und ihr seht die Karte, ne, da ist die Figur dann abgebildet und eine kleine Bio, dass ihr noch ein bisschen was erfahrt über die Figuren. Ganz interessant. Ich lege das mal beiseite. Wir probieren das mal aus. So, wir nehmen uns Battle Cat, ne, und wir haben hier den He-Man aus der ersten Wave, wenn ich das richtig sehe. Das dürfte der ganz normale He-Man aus der ersten Wave sein.
von damals, nicht der Walmart-Exclusive, und den kann man hier einfach so draufsetzen und dann sitzt er da. Und sitzt nicht sehr sicher, wie ihr seht. Das ist natürlich eher so ein bisschen suboptimal. Das kann man vielleicht noch so ein bisschen einstellen durch die Beine. Aber wenn ihr den so ins Regal stellt, na, sieht das super aus. Und da kann man nichts falsch machen. Also na, muss man nur aufpassen, dass er dann richtig in seinem Sattel sitzt. Na, müsst ihr aufpassen, dass es auch nicht zu warm wird draußen, weil sonst rutscht er euch runter. Ich habe das schon häufiger gehabt, dass mitten in der Nacht, wenn es dann heiß war oder auch tagsüber, dann macht das plötzlich Klack und ich weiß nicht, was Klack in der Wohnung gemacht hat. Und dann gehe ich an mein Regal und schaue mir meine LOL Subject-Figuren an und dann liegt dann irgendwie ein Skeletor auf dem Fußboden oder so. Na, das ist dann hier nicht wie bei Toy Story, sondern das ist einfach so, weil es zu warm dann ist. So, Skeletor balanciert hier so ein bisschen auf dem Pantor. Auch das funktioniert. Na, wie gesagt, aber ein Wackler und er fällt runter. Das ist natürlich nicht so toll. Da hätte man vielleicht noch die Sättel ein bisschen knapper gestalten müssen, dass die halt ein bisschen besser drauf sitzen. Na, aber es wird schon gehen und im Regal sieht es dann halt echt toll aus. Na, also ich finde die super. Das sind schöne Figürchen. Na, kann man machen. Ihr seht das schon. Na, stellt sie euch hin. Habt Spaß damit. Im Regal. Richtig toll. Ich feiere die Dinger total und freue mich tierisch, die gleich ins Regal stellen zu können. Vielleicht spiele ich noch ein bisschen damit. Ich bin Battle Cat. Und ich bin Pantor. Oh, da kommt mir He-Man fast runter. Die Sättel sind ein bisschen locker. Ich werde dich besiegen, He-Man. Und He-Man sagt, nein, ich habe ja mein Battle Cat dabei. Genau, ich bin Battle Cat. Ja, ja, so ist das. Man muss auch mal spielen mit seinen Figuren und so ein bisschen, ne, wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ne? Sagt mir gern, was ihr von den Figuren haltet und von den Reittieren. Lasst mir gern ein Abo da, lasst mir einen Daumen da, lasst mir Kommentare da. Ich habe ja gerade schon gesagt, schreibt mir. Ne? Und drückt auch gern auf die Benachrichtigungsglocke, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin bin ich raus. Bei der Macht von Grayskull. So sieht's aus.